Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Befragungsmüdigkeit. So erhöhen Sie Ihre Beteiligungsquote bei Mitarbeiterbefragung. Ja, mein Name ist Eva Schneider, ich bin Employee Insights Expert hier bei Questback. Ja, seit mittlerweile 7 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Mitarbeiterbefragung und begleite Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen dabei, ihre Befragungskonzepte zu konzipieren und dann auch die Projekte umzusetzen. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Stefan Max. Stefan, vielleicht ein paar Worte zu dir. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Max. Ich bin Customer Success Manager hier bei Questback. Ich betreue Kunden im deutschen Mittelstand, die mit unserem Werkzeug sowohl Kunden- als auch Mitarbeiterumfragen durchführen. Prima. Ja, Stefan, was wird uns denn erwarten heute in den nächsten 45 Minuten? Ja, also Mitarbeiterumfragen sind ja ein sehr wichtiges Instrument, um das Engagement und die Motivation von Mitarbeitern zu messen. Aber die Grundvoraussetzung, dass ich eben Daten bekomme, ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, eben an Mitarbeiterumfragen teilzunehmen. Und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Wie motiviere ich Mitarbeiter dazu, eben dies zu tun? Wie erhöhe ich die Beteiligungsquote bei Mitarbeiterumfragen? Prima. Ja, bevor wir jetzt einsteigen in die Themen, vielleicht noch ganz kurz 2 Hinweise. Zum einen, am Ende des Webinars wird es auch einen Slot geben, bei dem wir Fragen beantworten werden. Wenn Sie in der Zwischenzeit während des Webinars Fragen haben, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion im Webinar. Wir nehmen die Fragen dann auf und versuchen sie alle später zu beantworten. Das zweite, wir sind hier in einer Reihe von Webinaren. Es geht um Mitarbeiterbefragung in der Praxis und es erwarten Sie auch in den kommenden Wochen noch viele weitere Themen. Insbesondere möchte ich schon mal ankündigen, das nächste Webinar, das ist am 15. Februar und es geht um das Thema Datenschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund von GDPR, was hat sich hier in 2018 geändert? Da bin ich hier zusammen mit einem Experten aus unserem Hause und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie auch mit dabei sind. Dann übergebe ich mal an Stefan. Ja. Befragungsmüdigkeit, was ist das denn überhaupt? Vielen Dank. Ja, Befragungsmüdigkeit, was ist das? Ich würde zunächst erstmal gerne differenzieren zwischen 2 unterschiedlichen Kategorien, unter denen wir unterscheiden, bei der Frage, was ist Befragungsmüdigkeit. Die erste Kategorie ist die allgemeine Befragungsmüdigkeit. Das ist also das grundsätzliche Fehlen an Interesse an der Teilnahme. Ja, es gibt verschiedene Ursachen dafür. Aus dem Bereich Konsumentenbefragung kennt man das als Überfragung. Jeder, der schon einmal auf einer 2-wöchigen Rundreise war und jeden Morgen nach dem Hotel des Vorabends befragt wurde, der kennt vielleicht das Gefühl und weiß, dass es nicht produktiv ist. Ja, im Bereich der Mitarbeiterumfragen kann das ein Mangel an Vertrauen und an Informationen sein. Also vielleicht weiß der Mitarbeiter gar nicht, wusste bis jetzt gar nicht, dass es eine Mitarbeiterumfrage gibt und wird plötzlich eingeladen oder weiß auch gar nicht, was mit den Ergebnissen eigentlich passiert. Und hat das Gefühl, okay, was ich jetzt hier sage, das wird sowieso nicht gehört, ich weiß nicht so richtig, ob ich da jetzt mitmachen will. Und beide diese Gefühlszustände sorgen dafür, dass die Befragten oder die Eingeladenen eben diese Einladung ignorieren. Mhm. Da gibt es eine zweite Form der Befragungsmüdigkeit, das sind die klassischen Abbrecher, die sogenannten. Der Name ist Programm. Was machen die? Die werden eingeladen, öffnen eine Umfrage, führen diese aber nicht zu Ende, das heißt, sie brechen ab. Das gibt verschiedene Ursachen dafür. In der Regel ist es entweder ein zu langer Fragebogen, zu viele Fragen oder es ist doch nicht das, was der Befragte erwartet hat, sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Ja, der Befragte möchte natürlich abgeholt werden und sich auch verstanden fühlen mit den Fragen, die ihm gestellt werden. Oder es kann schlichtweg zu eintönig sein. Ja, Stichwort Matrixwüste. Ja, zunächst möchte ich mich dem Bereich der allgemeinen Befragungsmüdigkeit widmen. Das ist ja im Prinzip alles, was außerhalb des Fragebogens spielt, was sozusagen die Motivation im Vorhinein betrifft. Und da möchte ich einfach mal aus unseren Erfahrungen und unsere Erfahrungen teilen, die wir bei Mitarbeiterumfragen machen und gemacht haben. Ja, also unsere Erkenntnis ist, dass Kommunikation das A und O ist, um eben zur Teilnahme zu motivieren. Ja, ein Mitarbeiter, der entsprechend aufgeklärt wurde, der weiß, was ihn erwartet, der hat auch Lust mitzumachen. Und damit kann ich im Vorhinein schon eben für eine höhere Aufmerksamkeit sorgen. Wie mache ich das? Ich muss an allen Stellen für Transparenz sorgen, das ist ganz wichtig. Ja, ich muss eine Mitarbeiterumfrage gut vorbereiten. Ja, ich muss sie während der Befragung begleiten und einen offenen Kanal auch da anbieten. Und ganz wichtig ist, ich muss nachher transparent und ungeschminkt mit den Ergebnissen umgehen. Ja,
Wie sieht das im Detail aus oder wie kann das im Detail aussehen? Vor der Befragung ist es zunächst einmal erstmal wichtig, Ziele zu teilen. Ja? Sie machen sich ohnehin Gedanken, warum mache ich jetzt eine Mitarbeiterbefragungsinitiative? Und Sie werden genau wissen, warum Sie das tun. Teilen Sie diese Zielsetzung mit Ihren Mitarbeitern. Das wird Ihnen helfen, die Motivation zu steigern, sei es zum Thema Digitalisierung, sei es zu einer Umsetzung einer Strategieänderung. Lassen Sie es die Mitarbeiter wissen. Ja. Geben Sie dem Kind einen Namen. Suchen Sie sich einen knackigen Titel, der idealerweise den Mitarbeiter abholt, im Sinne von, du wirst gehört, deine Stimme zählt, in Kombination mit eben der Thematik der Umfrage. Ja. Sie kennen Ihr Unternehmen am besten, Sie kennen die Kultur Ihres Unternehmens am besten. Gehen Sie in sich, brainstormen Sie im Team, da werden Sie bestimmt was Gutes finden. Ja. Dann ist es wichtig, alle Kommunikationskanäle im Unternehmen zu nutzen. Ja. Das Idealszenario ist, dass der Mitarbeiter die Einladungs-E-Mail bekommt, sofern er einen E-Mail-Arbeitsplatz hat, und sich schon darauf freut und quasi brennt darauf, wartet darauf, daran teilnehmen zu dürfen. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass er eine E-Mail bekommt und das vorher überhaupt gar nicht erwähnt wurde, in keinem Team-Meeting und von niemandem. Sie können, wenn vorhanden, das Intranet nutzen, Sie können die Mitarbeiterzeitung nutzen, Sie können plakatieren an stark frequentierten Räumlichkeiten im Unternehmen, ja? Auch wichtig für die Mitarbeiter, die eben keinen Arbeitsplatzrechner vielleicht haben. Und ganz wichtig ist, die Initiative muss natürlich von der Geschäftsführung getrieben sein, das ist sie auch meistens, aber das wissen die Mitarbeiter oft nicht. Ja? Das heißt, sie müssen Multiplikatoren involvieren. Ja? Die Geschäftsleitung ist sozusagen, hat die Aufgabe von vornherein, von oben anzufangen und zu sagen, hier, hallo liebe Mitarbeiter, wir machen eine Initiative, bitte macht mit, es ist wichtig. Ja. Ein Kunde von uns aus dem Bereich Produktion, da hat der Geschäftsführer einen Webcast aufgesetzt, einen fünfminütigen, in dem er erklärt, inwieweit eben die Aussagen der Mitarbeiter wichtig sind und das Unternehmen voranbringen. Ja. Das Gleiche gilt für alle weiteren Führungsebenen. Das heißt, es müssen natürlich alle Abteilungsleiter, alle Teamleiter Bescheid wissen und das auch entsprechend in die Teams runterkommunizieren, ja, auf der Tonspur. Ich habe die Möglichkeit, noch Champions zu benennen. Das ist ein Konzept, mit dem wir ganz gute Erfolge erzielen. Das bedeutet nichts anderes, als dass man einen Mitarbeiter, einen Kollegen aus dem Team, der eben nicht eine Führungsperson ist, benennt, quasi eine Vertrauensperson, die gleichgestellt ist hierarchisch, die also dann bei Rückfragen im Team oder in einer Abteilung Rede und Antwort stehen kann in Bezug auf sowohl Inhalte als auch technische Fragen. Ja. So, jetzt habe ich die Befragung gut anmoderiert. Was mache ich, wenn die Befragung läuft? Ich habe schon Ansprechpartner benannt, an die ich mich wenden kann, das sind die Champions. Und ich kann während der Befragung schon eine erste Incentivierung ausgeben. Ich kann zum Beispiel auf der Abschlussseite einer Befragung dem Respondenten sein Ergebnis widerspiegeln. Hier, lieber Mitarbeiter, das ist dein Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Mittelwertes aller anderen Mitarbeiter. Da haben wir in der Marktforschung sehr gute Erfahrungen gemacht und gesehen, dass diese Incentivierung eine hohe Motivation auch für Folgebefragungen gibt bei Respondenten. Und dann ist wichtig, eben auch ein gutes Erinnerungsmanagement durchzuführen. Das heißt, belassen Sie es nicht nur bei der bloßen Einladung für die Befragung. Angenommen, Sie haben eine 2- bis 3-wöchige Feldphase, dann macht es Sinn, während der Feldphase nochmal 1 bis 2 Erinnerungen per E-Mail rauszuschicken, aber auch gegebenenfalls nochmal aktuell nachzuplakatieren, ja, wenn Sie mit Plakaten arbeiten, oder auch im Internet einfach einen Countdown runterzuzählen, dass eben ständig sozusagen an das Thema erinnert wird. So, die Kommunikation nach der Befragung, die ist ein sensibler Moment, weil jetzt gilt es, das Versprechen einzulösen, was Sie vorher schon an die Mitarbeiter kommuniziert haben. Sie haben gesagt, lieber Mitarbeiter, deine Stimme zählt, wir machen was draus, wir machen das Beste draus und das sollten Sie jetzt auch tun. Beziehungsweise das machen Sie wahrscheinlich auch, aber der Mitarbeiter sollte davon auch wissen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, nach der Befragung ist vor der Befragung. Zum einen schalte ich damit mit einer guten Nachbereitung schalte ich die Nachkauffreue aus, wie wir es aus dem Retail-Bereich kennen, und ich bereite die Bereitschaft zur Teilnahme an Folgeprojekten bereite ich vor. Das ist auch ganz wichtig. Ich will ja regelmäßig meine Mitarbeiter befragen. Und wenn ich das gut kommuniziere, dann sind die auch bereit, weitere Befragungen durchzuführen. Ich muss schnell kommunizieren nach der Umfrage. Ich muss transparente Ergebnisse darstellen und muss vor allen Dingen auch direkt Maßnahmen definieren, kommunizieren und auch vielleicht sogar einen Meilensteinplan mitliefern, aus dem hervorgeht, wann welche Maßnahmen wo durchgeführt werden. Ja? So, und das war jetzt mal ein Überblick im Schnelldurchlauf zum Thema
Was kann ich tun, um die Motivation an einer Teilnahme im Vorhinein zu gewährleisten, also sprich bevor der Mitarbeiter den Fragebogen öffnet. Und jetzt sind wir bei einem anderen Teil, nämlich da geht es eher um das Thema Abbruch oder eben Nicht-Abbruch, um das Thema, wie halte ich meinen Mitarbeiter motiviert, den Fragebogen auch zu Ende zu führen. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Eva. Genau, wir widmen uns jetzt mal ein bisschen der Fragebogenkonzeption. Das ist natürlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt, um einfach eine Motivation sicherzustellen und auch die Menschen sicher durch den Fragebogen zu führen und eine hohe Teilnahme zu gewähren. Ja, Mitarbeiterbefragung. Woran denken wir? Die meisten haben, glaube ich, im Kopf so eine 80 Fragen lange Befragung mit einer klassischen Zustimmungsskala über verschiedene Themenbereiche. Ja. Und das ist genau die Erfahrung, die wir momentan viel, viel machen, dass wir mit Unternehmen sprechen, die sagen, wir möchten das ändern. Also wir kommen mit diesem Instrument, das hat einfach so einen sehr angestaubten, öden Eindruck mittlerweile bei unseren Mitarbeitern. Wir brauchen da ein bisschen mehr, da muss was Neues her. Natürlich eine kurzweilige Befragung zu initiieren. Darüber ist Länge natürlich ein Faktor, womit man steuern kann. Das heißt, vielleicht einfach kürzere Befragungen, spezifischere Befragungen zu machen. Und das andere ist aber auch, wie gestalte ich den Fragebogen? Werde ich da vielleicht auch mal ein bisschen kreativ und ist es was anderes als diese, ne, wir sagen immer, diese Matrixwüste? Und unter diesem Aspekt wollen wir uns heute mal einen Fragebogen anschauen. Wir würden ihn gerne einfach mal unter diesem Motto Fragebogen mehr als eine Matrixwüste ein paar Impressionen mitgeben. Inspirationen, was Sie denn tun können. Heißt nicht, dass Sie alles umsetzen, sondern vielleicht mal so das ein oder andere, um die Aufmerksamkeit in der Befragung hochzuhalten. Und Befragung auch, die darf auch Spaß machen an der Stelle. Ich springe dazu jetzt mal direkt in einen Fragebogen, den wir nämlich einfach so für Sie vorbereitet haben. Genau. Und ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Tipps, und wie wir was umsetzen können. Wir haben hier einen Fragebogen aufgesetzt für das ist ein Bergbauunternehmen, ein fiktives. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Sprechen Sie auch in einer natürlichen Sprache. Also holen Sie die Mitarbeiter dort ab, wo sie sind. Binden Sie vielleicht auch ein Bild mit ein von Ihrem Arbeitsalltag. Der Mitarbeiter fühlt sich viel besser verstanden. Es ist nicht nur irgendeine Mitarbeiterbefragung irgendeiner Organisation, sondern das ist unsere Mitarbeiterbefragung, speziell auf die Situation der Mitarbeiter hier angepasst. Wir machen auch sehr gute Erfahrungen, dass man einfach auch mit einer sehr leichten Frage mal beginnt. Alles in allem, wie gefällt es dir hier? Und mit einem Smiley mal zu arbeiten, um einfach mal so ein Stimmungsbild mit abzuholen. Nicht immer nur mit einer sehr klassischen Antwortskala zu arbeiten. Ich wähle jetzt mal hier diesen glücklichen Smiley aus und komme weiter. Zweiter Punkt, den wir gerne mal nochmal an Sie mitgeben möchten. Gestalten Sie auch einen Dialog in so einem Fragebogen. Es muss nicht immer nur eintönig. Der Mitarbeiter gibt Feedback, man kann auf dieses Feedback auch reagieren, was wir ja auch viel zum Beispiel aus Kundenumfragen kennen. Haben wir jetzt hier mal ein Beispiel vorbereitet. Also auch hier habe ich jetzt wieder eine Frage oder mal eine Aussage. Mein Job ermöglicht es mir, Beruf und Privatleben gut zu vereinen. Naja, damit bin ich nicht zufrieden. Klicke ich einen etwas traurigen Smiley an. Hier kann man schön mit Filtern arbeiten. Also bei kritischen Antworten auch einfach mal hinterher fragen, okay, was können wir denn konkret für dich tun? Es gibt den Mitarbeitern natürlich auch viel mehr den Eindruck, ich werde gehört. Es ist ein Dialog, es ist nicht nur, ich gebe Feedback, sondern ja, das wird wirklich ernst genommen. Auf der anderen Seite können Sie natürlich bei einer hohen Zufriedenheit zu einem bestimmten Thema auch einfach mal fragen, ja prima, was läuft denn da so gut? Vielleicht können wir das ja auch im Unternehmen noch teilen, in anderen Bereichen, und andere Mitarbeiter werden auch davon profitieren. Ein weiterer Tipp, binden Sie Ihre Mitarbeiter in so eine Befragung auch mal aktiv mit ein. Schaffen Sie auch mal ein bisschen Raum für Reflexion. Hier haben wir zum Beispiel etwas vorbereitet, dass man sagt, wir hatten zum Beispiel eine Befragung mit vier verschiedenen Themen. Und am Schluss wird der Mitarbeiter auch einfach nochmal gesagt, er sagt mal,
Was ist dir denn besonders wichtig? Bring doch da mal eine Priorisierung ein, damit wir letztlich auch im Nachgang die richtigen Themen platzieren. Und hier kann man auch tatsächlich wieder den Mitarbeiter aktiv einbinden. An dieser Stelle hier, das ist meine erste Priorität, meine zweite, dritte und vierte. Natürlich, sowas ist ja auch immer so eine gewisse Reise, eine Befragung. Wir haben ja unten schon so einen Fortschrittsbalken mit drin. Da sieht der Mitarbeiter schon mal, wo er steht, wie viel Prozent er denn schon geschafft hat. Aber man kann auch einfach in der Mitte mal so eine kleine Motivation machen. Zum Beispiel irgendwie so ein, hier haben wir mal vielleicht ein Bild vom letzten Firmenlauf. So, prima, die Hälfte der Strecke ist geschafft. Und 256 Kollegen haben es schon ins Ziel geschafft. Sei du doch der 257. Also auch einfach hier nochmal so einen, vielleicht auch so einen kleinen Überraschungsmoment zu schaffen. Und halten Sie auch mal Überraschungen parat. Man kann auch mal als Einstiegsfrage oder als ergänzende Frage mal mit Bildern arbeiten. Einfach mal visuell was abzufragen. Zum Beispiel, okay, welches Bild spiegelt die Stimmung in deinem Team am besten wider? Ist das hier eher so eine Familie? Oder sind wir alles ein relativ anonymes Team? Einfach hier mal etwas, auch wieder Raum für Spaß und Raum, auch Dinge mal vielleicht anders zu denken und auch mit anderen Themen zu verknüpfen. Ich wähle jetzt hier mal diese glückliche Familie aus. Und weitere Überraschung, ich bin am Ende der Befragung angelangt und bekomme jetzt hier als kleines Schmankerl sozusagen schon mal dargestellt, was sind denn insgesamt zum Beispiel über, wenn ich 5 verschiedene Themenbereiche habe mit einigen Fragen, was ist denn die durchschnittliche Zustimmungsquote über alle Fragen von Mitarbeitern, die bislang geantwortet haben und wie habe ich denn geantwortet? Ist einfach, ich glaube, das gibt immer einen ganz schönen Anreiz einfach für einen Mitarbeiter, der möchte ja vielleicht auch mal wissen, bin ich ein besonders kritischer Mensch, sehe ich das eigentlich genauso wie alle anderen? Und an dieser Stelle hat er diese Einsicht für sich, sonst sieht das niemand selbst, nur er selbst seine eigenen Ergebnisse. Und das ist irgendwie auch ein schönes Ende einer solchen Befragung, weil er nimmt letztlich auch was vielleicht schon mal direkt für sich mit. Ja, das waren ein paar Impressionen. Heißt nicht an dieser Stelle, dass die auch, sagen wir mal, fundierte Likert-Skala, ein Fragebogen, so nicht mehr gestaltet werden sollte aus unserer Sicht. Ich finde, Methodik ist auf jeden Fall wichtig und es ist ein wichtiges Fundament, auch um Vergleichbarkeit herzustellen und fundierte Fragen zu haben. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man an der einen oder anderen Stelle mal so ein Element mit reinnehmen und das Ganze halt auch weiterentwickeln. Auch so ein Instrument Mitarbeiterbefragung muss heute ja auch nicht aussehen wie vor 20 Jahren. Genau. Jetzt komme ich nochmal zurück und übergebe auch an dieser Stelle an Stefan. Ja, ich habe es schon angesprochen. Vielleicht kürzere Befragungen, aber wie sieht es denn mit der Dauer aus? Also wie häufig befragt man denn? Was wissen wir dazu, ohne die Mitarbeiter letztlich auch zu überfrachten? Genau, ja, ich denke wieder an die zweiwöchige Rundreise mit der täglichen Nachbefragung der Hotels. Ich würde gerne was zum Rhythmus sagen, weil die Frage ist, ich habe jetzt eine gute Mitarbeiterumfrage durchgeführt, ich habe eine hohe Teilnehmerquote eingefahren, habe die Ergebnisse und die Frage, die sich dann natürlich jedem immer stellt, ist, wann mache ich eigentlich die nächste? Ja? Und das möchte ich ein bisschen differenziert darstellen, das Bild, und habe deswegen mal Feedback-Ansätze skizziert, so wie wir sie unterscheiden bei Questback. Ja? Also ganz rechts, von rechts nach links gelesen, sind die kalendergetriebenen Mitarbeiterumfragen. Die finden ja bei vielen Unternehmen dann auch mal alle 1 bis 2 Jahre statt. Und die werden auch häufig dann von 1 bis 2 Mal unterjährig nachbefragt mit Pulsumfragen. Da stellt sich immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ja, ich würde sagen, das ist dann der Moment, in dem es Veränderungen, nachdem es Veränderungen gab, also nachdem Veränderungen aufgrund der Umfrageergebnisse durchgeführt wurden, da macht es Sinn, einfach nochmal nachzubefragen. Ja. Das ist also eine Möglichkeit, die klassische Mitarbeiterumfrage so ein bisschen kleinteiliger zu gestalten schon. Ich kann aber auch, wenn mir jetzt der jährliche Umfragerhythmus zu weit auseinander ist und dann die Vergleichbarkeit mir zu weit auseinander ist, kann ich auch hingehen und ein sogenanntes Rolling Sample
praktizieren. Das heißt, ich könnte theoretisch oder kann auch in der Praxis ein Zwölftel meiner Belegschaft monatlich befragen und entzerre sozusagen dann die jährliche kalendergetriebene Mitarbeiterumfrage oder verteile sie eben auf Monate und nicht auf Jahre. So habe ich den Vorteil, dass ich schneller oder sagen wir mal immer zeitaktueller Temperaturstand habe sozusagen aus dem Unternehmen. Ja? Also so viel zu der Rhythmisierung von den klassischen kalendergetriebenen Umfragen. Das ist ja mal, ein tradiertes Mittel und ein Werkzeug, was auch bleiben wird, was wir auch immer empfehlen und wo wir sehen, dass es absolut noch funktioniert. Das wird aber mittlerweile immer mehr ergänzt durch immer kleinteiligere Umfragen. Und da muss man dann wirklich gucken, okay, wie schaffe ich es eben jetzt, meinen Mitarbeiter zu motivieren, auch kleinteiligere Umfragen durchzuführen, ohne ihn zu nerven und zu überfragen. Es gibt einen Ansatz, der in Deutschland noch nicht so stark praktiziert wird, aber im europäischen Ausland und in Nordamerika relativ viel. Das ist der Bottom-up-Ansatz, wo Mitarbeiter die Möglichkeit haben, selber zu bestimmen, wann sie zu welchem Thema Feedback geben. Es gibt also technisch die Möglichkeit, Kanäle zu öffnen. Da brauche ich über den Rhythmus mir keine Gedanken zu machen, weil da entscheidet der Befragte selbst, wann er Feedback gibt. Dann gibt es kleinteiligere Initiativen nach Bedarf. Meistens auf Abteilungs- oder Teamebene, dass eben Manager selber aus vorgefertigten Umfragen auswählen und diese an von ihnen selber auch definierte Befragten aussenden. Das sind dann meistens Teams von vielleicht 15 bis 20 oder bis 50 Mitarbeitern. Da ergibt sich eben der Rhythmus nicht aus dem Kalender, sondern er ergibt sich wirklich aus der Situation. Ja, das kann bei einem Team vielleicht nur einmal im Jahr sein, dass es eine wichtige Situation ist, eine Veränderung oder es eben einen Grund gibt, nachzubefragen. Das kann in bestimmten agilen Teams aber vielleicht sogar auch monatlich sein. Da hängt es wirklich total von der Situation ab und vom Team. Da ist dann letztendlich auch der Manager gefragt, Fingerspitzengefühl zu haben für die Situation seiner Abteilung, seines Teams, um dann zum richtigen Zeitpunkt die Befragung oder eine Befragung auszulösen. Da ist einfach unser Tipp oder unsere Erfahrung auch, kleinteilig testen, agil herangehen, experimentieren und dann sozusagen mit den Erkenntnissen daraus zu arbeiten und auch weiter über die Fortführung solcher Initiativen zu entscheiden. Dann gibt es prozessbasiertes Feedback. Immer mehr Unternehmen führen mittlerweile auch oder begleiten mittlerweile die Mitarbeiterreise in ihren Unternehmen mit prozessbasierten Umfragen. Da ergibt sich der Rhythmus natürlich aus dem Prozess. Das heißt, es wird einmal der Prozess definiert und überlegt, okay, für uns im Unternehmen ist es wichtig, den Recruitment-Prozess zu befragen, den Onboarding-Prozess zu befragen und bestimmte weitere Meilensteine in der Verweildauer eines Mitarbeiters in einem Unternehmen. Ja. Da gibt es keine goldene Regel, das ist total wichtig, da sozusagen auf die Kultur des Unternehmens zu achten und sozusagen und die Mitarbeiter nicht zu überrumpeln, also plötzlich von der alle 5 Jahre Mitarbeiterumfrage plötzlich jede Woche zu befragen, sondern da muss man wirklich ins Detail gehen und in entsprechenden Teams und Situationen entscheiden und Umfragen dann initiieren. So viel kann man zum Rhythmus sagen. Ja. Wichtig ist einfach, nicht einfach nur wahllos zu befragen, sondern ganz gezielt, wenn da ein sinnvolles Ziel ist, dann erkennt der Mitarbeiter das auch. Und wenn das Thema für den Mitarbeiter, für den Befragten relevant ist, dann wird er auch immer gerne Feedback geben und sich eben dann auch freuen, wenn mit dem Feedback was gemacht wird. Ja. So, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs in den Befragungsrhythmus, um eben das Thema Überfragung zu vermeiden oder wie man damit umgehen kann. Ich erreiche natürlich damit viele Mitarbeiter. Ich habe jetzt sehr viel auch gesprochen von Mitarbeitern, die E-Mails haben oder einen Arbeitsplatzrechner haben. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, bei denen das nicht so ist. Und dazu würde die Eva jetzt noch was sagen. Ja, gerne. Ja. Ja, das ist natürlich auch immer ein Thema, was dem einen oder anderen von Ihnen sicherlich auch begegnet. Mitarbeiter, die halt keine eigene E-Mail-Adresse haben, zum Beispiel klassische Produktionsmitarbeiter. Man kennt es noch, das klassische Paper-Pencil-Verfahren, langwierig, sehr intensiv. Und meine Erfahrung ist, die Rücklaufquote ist tatsächlich auch deutlich geringer als bei einer Online-Befragung. Ja, wir leben in einer digitalisierten Welt. Wie kann man das vereinen? Ja, und wir machen die Erfahrung, man kann auf jeden Fall auch Mitarbeitern ohne eigene E-Mail-Adresse gut einen Zugang zu einer Online-Befragung verschaffen. Sei es, indem man Tablets oder Terminals im Unternehmen aufstellt und hier den Link auf die Tablets setzt, um auch den Mitarbeitern ohne E-Mail-Adresse Zugang zur Online-Befragung zu geben oder gerade in den letzten Jahren immer mehr die Nutzung von privaten Smartphones. Da machen wir auch wahnsinnig gute Erfahrungen mit. Jeder hat heutzutage ein Smartphone. Hier einfach mal schnell einen QR-Code zur Befragung abzufotografieren und dann teilzunehmen. Das ist eine
wirklich kein großer Zugangsweg für diese Mitarbeiter. Ja, wie setze ich das in meinem Unternehmen um? Also da gibt es eine Reihe an Möglichkeiten. Grundsätzlich sollte man sich vorher natürlich immer überlegen, es gibt die Möglichkeit, personalisierte Befragungen zu machen. Das heißt, ein Link oder ein QR-Code führt auch wirklich nur zu dem individuellen Fragebogen für den Teilnehmer. Oder man macht eine anonyme Befragung. Das heißt, die ist offen für alle, erleichtert den Zugang natürlich auch nochmal. Man braucht kein spezielles Passwort, sondern kann es wirklich mit einem QR-Code einen Link bedienen. Und ich sollte mir natürlich auch davor immer Gedanken machen, okay, wie erreiche ich denn meine Mitarbeiter? Wie ticken die denn so? Funktioniert da die private Smartphones? Ist das was, womit die gut klarkommen? Oder muss ich vielleicht doch eher Terminals aufstellen im Unternehmen an zentralen Punkten, wo die Mitarbeiter auf jeden Fall regelmäßig hinkommen und an der Befragung teilnehmen? So, und wenn man so ein bisschen diese Rahmendaten geklärt hat, ergibt sich hier letztlich eine Reihe an Möglichkeiten, wie man dann dazu kommt, dass ein Mitarbeiter auf seinem Smartphone oder an einem Terminal an der Befragung teilnehmen kann. Sei es individualisierter Anschreiben, wo dann auch ein Code direkt mit draufsteht. Hier haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass man das gut über eine Gehaltsabrechnung oder so auch wirklich an die Mitarbeiter verteilen kann. Und das ist auch ein sicherer Weg, auch datenschutzrechtlich. Man kann es auch so machen, wenn man einfach nicht so kleinteilig runtergeht, dass man einen großen Topf hinstellt mit Codes, Zugangscodes. Und jeder Mitarbeiter darf im Prinzip einmal reinziehen, hat den allgemeinen Link und hat dann seinen persönlichen Link. Mit einem anonymen Link ist das natürlich auch immer ein bisschen einfacher. Das heißt, Sie haben zum Beispiel einen QR-Code, den finden Mitarbeiter auf Plakaten, auf Postkarten, an sämtlichen Stellen im Unternehmen und haben ganz leicht einen Zugang zur Befragung. Ja, wie kann das aussehen? Das ist so eine Lösung, die jetzt häufig sehr gut funktioniert, wo man einfach festgestellt hat, ja, Smartphone, das ist das, was wirklich gut funktioniert. Und in Kombination dazu ist ein QR-Code eigentlich ein wirklich gutes Verfahren. Wichtig ist, einfach die Zugänge auch über verschiedenen Wegen bereitzustellen, sei es durch Plakate, die in den Gebäuden hängen, sei es vielleicht auch nochmal durch persönliche Postkarten, die an die Mitarbeiter verteilt werden, die einen entsprechenden Slogan, wie Stefan schon zu Beginn meinte, die im Rahmen der Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, auch hier wieder aufgegriffen wird. Sei es aber auch im Intranet zum Beispiel. Es gibt ja sicherlich auch große PCs, die irgendwo in Produktionsgebäuden stehen, wo ein Intranet verfügbar ist. Oder vielleicht auch noch eine ganz klassische Mitarbeiterzeitung, die gedruckt wird. Da einfach so ein Portfolio an Medien bereitstellen, die Mitarbeiter gut erreichen und auch immer so schauen, was benötigen die denn noch, damit der Zugang leicht ist. Ist vielleicht eine kleine Anleitung hilfreich, wie mache ich das denn mit einem QR-Code? Also einfach da das, was die Mitarbeiter brauchen, wo sie stehen, vielleicht zuvor mal Interviews mit ein paar Mitarbeitern führen, auf diese Bedürfnisse einzugehen, sodass da die Hürde geringer ist. Und die Erfahrung machen wir jetzt auch, dass mit diesem Verfahren eigentlich auch die Beteiligungsquote deutlich höher ist als bei der noch alten Papierbefragung. Insofern auch dies ein Beitrag, Technologie sinnvoll zu nutzen, um auch eine Beteiligungsquote einer Mitarbeiterbefragung zu erhöhen. Jetzt sind Super. Wir schon fast am Ende angelangt. Wir hatten 4 Themen heute. Vielleicht wollen wir noch mal einmal kurz zusammenfassen. Ja, also ganz wichtig ist transparente Kommunikation. Alle im Unternehmen sollen davon wissen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Mitarbeiter auch bereit sind, den Link zu öffnen und die Umfrage zu starten. Genau, wir sind auf das Thema Fragebogengestaltung eingegangen. Hier mal so eine kleine Inspiration. Seien Sie mutig, probieren Sie auch mal aus. Gehen Sie mal neue Wege, überraschen Sie Ihre Mitarbeiter. Dann Befragungsrhythmus. Versuchen Sie, die Schlagzahl zu erhöhen, aber tun Sie das mit Fingerspitzengefühl, um Überfragen zu vermeiden. Und stellen Sie sich immer die Frage, ist das, was ich jetzt frage, für uns und auch für den Mitarbeiter relevant? Und letztlich holen Sie auch die Mitarbeiter ohne E-Mail-Adresse ins Boot. Schauen Sie, welche Medientechnologien können Sie hier nutzen, Smartphone,
Tablets und schaffen Sie hier einen leichten Zugang für die Mitarbeiter. Prima. Wir sind am Ende angelangt und ja, jetzt sind wir gespannt, ob in der Zwischenzeit Fragen gekommen sind. Wie muss ich mir die Rückspiegelung vorstellen? Wann erfolgt diese genau? Wird der Mittelwert pro Item von allen bisher eingegebenen Werten ermittelt? Es liegen ja noch nicht alle Ergebnisse vor, wenn der Mitarbeiter seine Antworten eingegeben hat. Ja, tatsächlich ist das so eine, wir nennen es auch manchmal Endseitenstatistik. Das heißt, es gibt ein aktuelles Bild zu dem derzeitigen Status, Stand wieder. Also alle Personen, die bis dahin die Befragung beendet haben, das heißt bis zur letzten Seite gekommen sind und auf Abschließen gedrückt haben, fließen in die Berechnung mit ein. Und es können dann halt entsprechend Mittelwerte oder sei es Zustimmungsquoten, die definiert sind, ausgewiesen werden. Also das ist letztlich eine Definitionssache und es ist ein aktueller Stand. Voraussichtlich haben wir immer so einen Turnus von 1-2 Minuten, wo das dann aktualisiert wird. Und Sie haben hier den Zwischenstand. Eine weitere Frage. Bei internationalen Befragungen ist der Einsatz von Smileys aufgrund der kulturellen Unterschiede eher kritisch zu betrachten. Hier werden Gesichtsausdrücke in verschiedenen Kulturkreisen verschieden interpretiert. Ja, wir hatten es vorhin vielleicht schon ein bisschen angedeutet. Da muss man wirklich immer gucken, in welchen Kulturkreisen bin ich unterwegs und muss natürlich, das ist eine sehr gute Frage, muss natürlich mir genau diese Frage stellen. Ist das, was in Deutschland funktioniert oder was in England funktioniert, auch in Japan oder in anderen Ländern funktionabel? Ja? Mhm. Das ist unser grundsätzliches Credo ist einfach wirklich sowas zu prüfen und zu untersuchen. Da muss man natürlich einfach dann darauf achten, in welchen Ländern man unterwegs ist. Ja, und ich empfehle auch immer einfach da die tatsächlich lokalen Koordinatoren mit einzubinden. Also das mit den Leuten vor Ort zu besprechen, ist das für euch machbar? Spricht da was dagegen? Ich glaube, wir haben jetzt gerade auch so eine Befragung, die auch auf Smileys beruht. Tatsächlich wird die jetzt auch gerade in China ausgerollt. Also das funktioniert schon, aber natürlich bei solchen Themen, wo man mit Bildern, mit Smileys arbeitet, das ist genau wie Sprache. Das muss passen und das sollte definitiv auch immer noch mal im internationalen Kontext geklärt werden, ob es passend ist. Eine weitere Frage ist, wie gewähren Sie Repräsentativität bei Stichproben? Ich deute die Frage auf mein Beispiel des Rolling Sample hin. Mhm. Magst du vielleicht was dazu sagen? Ja, also eine Stichprobe muss man natürlich immer überlegen, wie zieht man die, wie viel Prozent der Mitarbeiter befragt man. Generell ist es so, dass wir eine Stichprobe insbesondere dann empfehlen, wenn wir eher auf einem höheren Level Auswertung machen, zum Beispiel klassisch für eine Pulsbefragung, wenn man zum Beispiel nur auf einem Standortlevel runtergeht, nicht bis in die Teams hinein. Also für eine Teambefragung ist eine Stichprobenziehung sicherlich nicht das zu empfehlende Mittel, sondern das eignet sich dann insbesondere, wenn man große Gruppen betrachtet. Und hier kann man individuell dann berechnen, wie groß muss die Größe denn sein, sodass ich immer noch ein repräsentatives Ergebnis habe, dann speziell für diese Gruppengröße. Nutzung privater Smartphones. Welche Erfahrungen wir hier mit Betriebsräten gemacht haben? Wir setzen das tatsächlich bei einigen Unternehmen ein. Wir haben eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat. Natürlich muss das datenschutzrechtlich auch alles geklärt sein. Das funktioniert. Ich habe jetzt gerade auch so ein Unternehmen, die Stellen wollen, glaube ich, auch betriebsseitig ihren Mitarbeitern dann ein entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen, damit sie letztlich auch mit ihren privaten Geräten an der Befragung teilnehmen können und kommen ihnen hier an dieser Stelle auch entgegen. Also von daher, wenn man einen guten Draht hat, das muss natürlich besprochen werden, transparent sein, ist aber definitiv machbar. Wie lange dauert die durchschnittliche Auswertung nach Ihrer Erfahrung? Welche funktioniert am schnellsten, besten? Was würden Sie empfehlen? Wir machen sehr gute Erfahrungen mit einem tatsächlichen Realtime-Reporting, mit einem Dashboard. Da haben Sie die Möglichkeit, dass wir vorher im Prinzip alles konzipieren und die Daten fließen direkt ein. Das heißt, Sie haben den Tag nach der Befragung können Sie im Prinzip die Ergebnisse einsehen. Das ist eine schöne Variante, um hier auch wirklich schnell Ergebnisse zu haben und hier auch flexibel zu sein. Darüber hinaus gibt es natürlich noch das klassische PowerPoint-PDF-Reporting.
das tendenziell ein bisschen mehr Zeit benötigt. Aber auch hier haben wir mittlerweile Module, die man einfach vorher schon aufsetzt und die dann letztlich die ganze Organisationsstruktur ansteuern können und dann auch in wenigen Tagen nach der Befragung die Ergebnisse liefern. Also hier lohnt sich immer hinzuschauen, von was für einer Art von Befragung reden wir, was ist die Zielgruppe, was ist wichtig, wie tief soll es runtergehen und da entsprechend entweder dashboardseitig oder tatsächlich mit klassischen Reports die richtige Lösung zu finden. Super. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag, schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis bald.